Was ist jetzt die Geschichte? Allah Azzawajal sagt uns, erzähle oder frage sie nach der Stadt, die am Meer lag. Und das waren Fischer gewesen, die an dieser Stadt, die in dieser Stadt gelebt haben, nahe dem Meer, liebe Geschwister. Sie haben den Samstag übertreten. Allah hat mit ihnen die Vereinbarung gehabt, dass sie an jedem Tag arbeiten durften, außer am Samstag. An diesem Tag, speziell am Samstag, wo sie nicht arbeiten durften, sind die Fische schon mit den Köpfen rausgekommen und haben gesagt, fischt uns endlich und nimmt uns mit. Fitna. Alle Fische haben den Kopf gehoben. Und sie kamen so nah, dass man sie hätte einfach nur mit der Hand einsammeln können. Aber an den anderen Tagen, außerhalb des Samstags, bedeutet Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, kamen die Fische überhaupt nicht heraus. Dann haben sie gesagt, wir werden die Fischernetze wann auswerfen? Am Freitag. Freitagabends haben sie die Fischernetze ausgeworfen. Sie haben Gräben gegraben und da wurden alle Fische über Nacht gefangen. Sonntag sind sie dann herausgegangen, ganz früh nach dem Fajr, und haben alle Fische eingesammelt. Sie haben gesagt, wir haben am Samstag gearbeitet oder nicht gearbeitet? Nicht gearbeitet. Wann war aber der Fang tatsächlich? Am Samstag. Allahu Akbar. Das heißt, sie haben versucht, was? Allah zu betrügen.